Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stella Blade und dem Beagle. Ja nun, jetzt ist es für mich schon anderthalb Tage her, dass ich es gespielt habe. Ich wollte eigentlich gestern eine Runde Silent Hill 2 aufnehmen, habe genau eine Folge geschafft und dann habe ich einfach einen Migräneanfall des Todes gekriegt. Wir haben heute den 28.04. und es ist gestern einfach auf einmal scheiße warm geworden von gefühlten Minusgraden, gefühlten wohlbemerkt. Auf 20 Grad hoch. Das hat mein Kopf voll weggeschissen. In der Zeit ist Internet mal wieder völlig durchgedreht. Ich zeige euch mal. Also sie reden alle von Zensur, weil, oh mein Gott, das Mädchen ist nicht nackt genug. Falsch, ich mache das immer falsch. Es geht um... Ach, ich habe das gar nicht freigemacht. Schauen wir mal kurz. Nee, das sind Fähigkeitspunkte. Sie schreien auf jeden Fall Zensur, weil das Mädel nicht nackt genug ist bei einem Outfit, weil Sony da ein bisschen, naja, ein bisschen nachgearbeitet hat. Und ich muss sagen, können wir uns nicht einfach mal über dieses Urlaubskaninchen... Ich sehe übrigens jetzt schon, dass es bei mir dann anscheinend auch schon zensiert worden ist, obwohl ich die Disc-Version habe. Sie haben, wie ihr seht, vielleicht... Ich will jetzt das nicht freischalten, weil sie es bei mir niemals tragen wird. Sie haben halt den Ausschnitt ein bisschen höher gesetzt. Und da reden die Leute schon direkt von Zensur. Und dass Sony einfach mittlerweile den Schuss nicht gehört hat. Leute, Zensur ist, wenn ganze Spieleinhalte rausgeschnitten werden, weil man mir nicht zutraut, dass ich das mit einem Spiel ab 18 sehen darf. Das hier ist irgendeine Kleinigkeit, wo ich mir so denke, Leute... Wenn das euer einziges Problem ist. Vor allem niemand redet darüber, dass Stella Blade an und für sich ein geiles Spiel ist. Niemand. Es redet jeder nur darüber, dass Eve nicht nackt genug ist. Und das kotzt mich langsam richtig an. Also wenn man in den falschen Bubbles da unterwegs ist, da kriegt man Ohrenschlacker beim Lesen der Kommentare. Ist so. Übrigens habe ich die noch aufgekriegt. Dachte mir, ich tue uns mal einen Gefallen und gehe. Nein. Das ist nett, dass du gescannt hast, Drohne. Gehe schon mal ein bisschen in die Richtung in der Hoffnung, dass ich irgendwas finde. Und bin hier auf einen Minibosskampf gestoßen. Ein Verderber. Den haben wir in der Stadt schon getroffen. Der Kampf war jetzt sehr unspektakulär, wenn ich ehrlich bin. Beim ersten Versuch habe ich ihn nicht gelegt, aber beim zweiten Versuch einfach, weil ich super müde war, als ich hier aufgehört habe. Ihr wisst das ja. In der letzten Aufnahme hatte ich ja gesagt, dass ich sehr müde bin. Okay, blocken wäre gut. Oh Gott, da ist ja noch. Nee, 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 nee. Der erinnert mich irgendwie an Star Wars 1, diese Droiden, die einfach völlig unfahren mit Roger, Roger. Roger, Roger. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin diese Diskussion komplett leid um Eve und ihr Aussehen. Komplett. So, es wird überhaupt nicht mehr über das Spiel geredet. Ist das Spiel gut? Ist das Spiel schlecht? Wie ist die Story? Da redet einfach keine Sau mehr drüber. Es wird nur noch über Eves Arsch und ihre Titten gesprochen. Sorry für meine Wortwahl, aber es kotzt mich so dermaßen an. Niemand redet darüber, dass es einfach ein wirklich cooles Spiel für eine Erstentwicklung ist. Aua, du kleiner Penner! So nicht hier! Sag mal, geht was falsch mit dir? Er trifft mich ja gar nicht. Egal, ich brauche eh eure Ressourcen, also kannst du tun und lassen, was du möchtest, kleines Roboterchen. Ein Telefon! Oh Gott, ich hätte nur bis hierhin laufen müssen und ich hätte eine Schnellreise gehabt. Schii, das ist ärgerlich. Nach dem Boss habe ich nämlich gedacht, machst du nicht. Ist in Ordnung. Ja nun. Ich muss nur jetzt richtig gucken, wo ich lang gehe, damit ich auch richtig gehe. Also, wenn ich es richtig verstehe, gehe ich hier in eine Sackgasse rein, korrekt? Ja, und in Sackgassen gibt es immer guten Loot. Das ist in Ordnung. In dieser Sackgasse nicht? Doch, oder? Hallo? Jemand da? Jemand zu Hause? Wer seid ihr denn? Euch kenne ich, glaube ich, noch nicht.
irgendwas meint von hinten auch Stress machen zu müssen. Ah, da oben und ich habe keinen. Wie mies! Eve, kannst du auch mal blocken? Ach Gott. Ich muss da hoch. Ich muss den platt machen. Ah, er hat voll getroffen. Alter, was geht hier ab? Da komme ich nicht hoch. Ist auch in Ordnung. Uff. So. Da oben ist noch mehr. Shit. Da komme ich nicht rüber. Oh Gott. Hab ich wieder Waffen? Ja, hab ich. Ich glaube aber nicht, dass ich den kriege. Kann ich denn die Munition durchwechseln? Hm. Oh, das war aber sehr knapp. Hm. Das steht schon drauf. Okay. Sie ist nicht schwer genug. Wundert mich jetzt nicht. Aber wie komme ich da dran? Nochmal. Ach so. Ja, okay. Ich verstehe es. Ah. Diese Diskussion um das Spiel geht mir wirklich hart auf den Senkel. Social Media ist manchmal einfach voll der Fluch. Das sage ich als Social Media Managerin. Ah, gut. Wie nicht möglich? Was ist nicht möglich? Ach, egal. Das zählt nicht? Was habe ich jetzt übersehen? Okay, wir gehen einfach mal gucken, was ich hier... Oh, ich wäre hier oben an den Drang gekommen. Mist. Na gut. Egal. Ich will jetzt nicht da runter gehen und dann komme ich nie wieder da. Also ich komme hier locker wieder rauf, okay. Dann ist ja alles gut. Gibt es hier irgendwas für mich oder ist es jetzt einfach so? Ja, hier ist so ein Ding, schon klar, aber... Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich vielleicht auch einfach zu doof gerade bin. Everything is possible. Alter, Eve. Danke. Also hier muss es ja ein zweites Teil geben. Oh Gott, Eve. Nicht möglich. Noch mehr was? Ich weiß gar nicht wovon. Okay, also das ist Nummer Uno. Der will nicht, aber da muss es hier irgendwo einen zweiten geben. Wartet mal. Ja, natürlich. Sehe ich natürlich erst, wenn ich den wieder komplett zurückgefahren habe. Jetzt bin ich halt neugierig, was ich da bekommen kann, wenn ich ehrlich bin. Meine Neugierde wurde geweckt. Da haben wir es doch. Die alle gleich befüllt sind, ist auch schon sehr geil. Ach so, ja, jetzt muss ich das Ding da wegschieben. Ist in Ordnung, machen wir. So, ich positioniere mich schon mal hier hin.
Es ist übrigens heute immer noch so warm. Familie hat angekündigt, wir grillen heute. Und an und für sich bin ich immer voll dabei beim Grillen, weil ich liebe Grillen. Gerade wenn ich mein Chili-Würstchen bekomme, dann bin ich der glücklichste Mensch aller Zeiten. Aber ich bin einfach heute Morgen schon wieder mit Migräne wach geworden. Und trotzdem bin ich für euch am Zocken. Nein, ich bin auch für mich am Zocken. Also, ihr würdet das hier alles nicht sehen, wenn ich da nicht selbst Bock drauf hätte. Ist so. Oh, Asyl. Übrigens, manch ein männliches Individuum sagt, Spiel des Jahres, weil Eve kann ein Seil hoch und runter rutschen, ästhetisch hoch und runter rutschen, und ich check's nicht. Game of the Year ist für mich, wenn ein Spiel halt wirklich grandios ist, und das kann ich euch erst am Ende des Spiels sagen, weil ich dafür die Handlung kennen muss. Was? Nicht möglich. Oh Gott, was? Ja, nee, was? Was ist hier passiert? Was passiert hier? Oh, warte. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Wie 12? Was 12? Ich check's nicht, Leute. Was ist passiert? 10. 10? Ich check das nicht so ganz, aber ist okay. 8. Achso, ich darf die roten nicht machen. Ist es das? Oder was ist es? Noch 2, aber da sind rote. Ich glaube, die roten darf ich nicht machen. Kann das ist? Hm. Ah, warte mal. Haha. Okay, so ganz wusste ich jetzt nicht, was sie von mir wollen, aber wir haben es ja geschafft. Designmuster Cybermagier. Oh. Ich bin neugierig, wenn ich ehrlich bin. Ach, deswegen habe ich so viele Patronen hier gefunden. Okay. Ich sehe die Kiste und denke mir, nein! Okay, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Eve? Übrigens habe ich gelesen, der Entwickler behauptet selbst, er hätte viel Geld in die super realistische Animation des Hintern und des Busens gesetzt. Und ich sehe diesen Hintern hier und denke mir, da ist nichts dran realistisch. In Pornos ist es vielleicht realistisch, aber in einer normalen Welt mit normalen Hintern ist das nicht realistisch. Da wackelt der ein bisschen anders. The purple physics doesn't work like this. Kann ich als Frau definitiv bestätigen. So, Modifikation. Oh, ich habe Gold gefunden. Ich bin reich. In solche Welten signalisieren einem immer richtig hart. Du findest zwar Gold, aber es ist nichts wert. Warte mal, wo muss ich jetzt hin, damit es richtig ist? Hier oben, glaube ich. So. Willst du nicht schneller laufen? Ist hier irgendwas Specialiges? Ja, ich weiß den Weg nicht. Das ist special. Aha. Na gut, dann kann ich aber einmal gucken, ob hier irgendwas in der Ecke ist für mich. Man will ja nicht gehen ohne Loot. Sagte sie und übersah vermutlich ganz, ganz viel. Kriege ich ein Döschen? Und bis jetzt habe ich 5 gefunden. Das hat mir nichts gebracht. Bah, jetzt kriege ich auch noch Bayern Hefebier. Hefeweißbier? Gib mir ein stinkiges Fiegepilz. Was ist das? Sieht merkwürdig aus. Oh, das ist eine Dose. Ach, sag bloß. Das war früher ein Behältnis, um Elektrolytlösung zu lagern. Bier, Elektrolyt. Ach, egal, komm. Ist okay. Ich mag sie. Ich kann davon verschiedene Daten ablesen. Das ist zwar nicht viel, aber ich spüre noch ein paar Erinnerungen. Das ist eine Beschreibung oder Werbung für die Elektrolytlösung. Witzig, dass du dich für so ein altes Ding interessierst. Nun, sie hat schon irgendwie was. Wenn du dir solche Sorgen um sie machst, kann ich einen Schrank bauen, um sie zu verstauen. Klingt gut. Solange es keine Umstände macht. Seid ihr fertig?
für die einzig wahre Lily Artemis ist das ein Kinderspiel. Die ist so niedlich, die Kleine. Oh. Danke. Ist das meine Belohnung? Also einzig und allein die Tatsache, dass ich jetzt einen Schrank dafür kriege? Naja, ist okay. Vermutlich ist mein Kampfstil übrigens in etwa so ausgereift wie der in Rise of the Ronin, nämlich gar nicht, und ich komme trotzdem damit durch. Plane Instrumentalisierung der Menschheit. Oh Gott, ich werde solche Verschwörungstheorien nicht vorlesen, Leute, weil es erinnert mich zu sehr an unsere eigene Welt. Ist jetzt aber nicht als Kompliment gemeint. Wo bin ich hier eigentlich? Irgendwo und nirgendwo. Gut. Urlaub am falschen Platz gemacht. Ne, hier ist eine Kiste. Urlaub am richtigen Platz gemacht. Ich habe aber gesehen, es gibt unfassbar viele geile Outfits für Eve. Und wir sind nicht mal ansatzweise in der Nähe davon, auch nur ansatzweise genug zu haben dafür. Wie, du greifst mich nicht an. Aber deine Kinder tun es aber, ne? Frechheit. Die kleinen, dreckigen, räudigen Mistviecher. Wenn Mama stillhält und alles den Kindern überlässt, ne, dann läuft was falsch. So müssten doch so langsam, aber sicher. Andererseits habe ich gestern in Silent Hill gemerkt, dass Abstandsbemessung wild ist. Was? Warum hat es so lustig Pik-Pik gemacht? Man weiß es nicht. Ich gehe mal nach da oben. Da scheint ja irgendwas Spannendes zu sein. Was ist das? Eine Schnellreise. Okay. Telefon, sprich mit mir. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das heißt, ich muss gleich irgendwo... Okay. Kriegen wir hin. Ich will nicht gegen den kämpfen. Kann ich hier lang gehen und es vermeiden, gegen ihn zu kämpfen? Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Was ist denn da vorne? Ach, ein Gegner. Ich bin auf dem richtigen... Ne, bin ich auf dem richtigen Weg? Aber voll nicht. Da geht's ja gar nicht lang. Ich muss zur Hauptquest. Na gut, wir gucken trotzdem, was da vorne ist. Ich bin neugierig. Yo, ihr Brosies! Ich werde euch umbringen. Because I can. Kann ich an den Automaten? Nein. Man ist schon ein bisschen scharf drauf, die ganzen Automaten zu testen, wenn man sie schon findet, ne? Was ist denn hier? Hier ist echt gar nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gar nichts ist. Aber wenn ich jetzt auf den Boss reinlaufe, wäre das auch sehr ungünstig, wenn ich ehrlich bin. Das wäre ein bisschen mies. Wir gucken trotzdem mal. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Perfekt. Dann kann ich mich da hinsetzen und... Achso, wir können... Fähigkeiten kann ich nur machen. Schade. Eine Request-List. Oh, 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 oh. Okay, schauen wir mal. Bis jetzt lassen sich die ganzen Nebenaufgaben ja auch ganz gut... Oh. Okay. Gib mir all dein Geld. Nicht was... Was? Das ist ja mies. Ich kann die abschließen, aber nicht annehmen. Hm, na gut. Jetzt möchte ich irgendwie gerne einmal kurz Schnellreise nach Xirem machen. Aber gut. Ha.
schaffen wir das zeitlich denn noch, dass ich kurz mal eine Schnellreise mache? Also theoretisch müsste es drin sein, wenn ich jetzt noch fix ein Telefon finde oder einfach zu einem Telefon zurücklaufe, je nachdem. Yo, man! Du siehst ein bisschen aus wie, General Grievous, nur mit weniger Armen. Mittlerweile habe ich aber schon das Gefühl, dass ich mich an die Kampfsteuerung und alles halbwegs gewöhnt habe. Ich würde es aber, glaube ich, im ersten Durchlauf trotzdem nicht auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen, wenn ich ehrlich bin. Ich soll mich ja ein bisschen wohlfühlen in dem Spiel. Eine Mikrospule. Ich habe das Gefühl, dass ich hier voll in Richtung Boss laufe. Aber ist okay. Ich mag mich irren. Hier ist eine Schnellreise. Das ist perfekt. Ja, danke. Das ist perfekt. Aber wir gehen trotzdem einmal hier, wenn ich schon hier bin, einmal kurz gucken. Ich kann da runter. Ja. Müsste ich jetzt an der Schnellreise rauskommen? Ja, perfekt. So, wo bin ich jetzt hier? Kriege ich das nur einmal angezeigt? Das ist ein bisschen doof, weil ich würde schon gerne wissen, wo ich bin. Wow, 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 wow. Eve, bitte, ganz ruhig. Nein, ohne Witz, wo bin ich hier? Gefährlich aus, was ich hier mache. Und nicht so legit, wenn ich ehrlich bin. Aber ich meine, irgendwo muss es ja schon legit sein, wenn ich hier runterkomme, oder? No one knows. Shit. Ah, das geht. Was ist das? Oh! Krioklar! Gletscherwasser. Ich finde also nicht nur Alkohol. Okay, das beruhigt mich jetzt. Wann finde ich die gute Coca-Cola oder hat Coca-Cola da nicht mitgemacht? Coca-Cola hat ja manchmal, also... Ich erinnere mich an Dawn of the Dead, wo sie fast niemanden für Werbung gefunden haben, weil viele gesagt haben, was, in so einem Zombie-Apokalypse-Scheiß? Da wollen wir nicht dabei sein. Und ich denke mir so, ist doch voll geil. Come on, dudes, ist doch voll geil. Ich habe das Gefühl übrigens, dass ich hier gerade mega interessante Dinge tue. Und nie wieder zurückkomme. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt den Status, sie warten, nie wieder gesehen, erreicht habe. Ich mag mich aber vielleicht auch irren. Das sieht doch original aus, als würde ein Boss kommen, oder? Hier ist eine Tür, aber kein Boss. Hier ist gar nichts, Leute. Was? Ja nun, ne? Na nun, ne? Jetzt muss ich halt irgendwie wieder nach oben kommen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier einfach zu früh bin, weil ich zu neugierig war. Ist das so eine valide Sache? Mal gucken. Jetzt muss ich nur den Weg auch wieder nach oben finden. Ha! Cool. Wenn nicht, dann mache ich das offcam, wenn ich das jetzt nicht mehr schaffe. Und hole mir dann auch gleich die Questen ab und dann können wir weitermachen. Ja. Übrigens hatte ich bei eBay jetzt was sehr Interessantes. Ich hatte mir Figuren bestellt und da gab es Ärger mit dem Zoll, weil falsch deklariert. Passiert immer mal, aber die Figuren sind dann halt zurückgegangen, weil ich hatte Mehrwertsteuer und Co. ja schon alles bezahlt und habe es auch nicht eingesehen, das doppelt und dreifach zu zahlen. Weil der Zoll ist ja so cheesy und sagt dann, nee, nee, du musst nicht auf den Originalbetrag der Figuren die Mehrwertsteuer bezahlen, du musst auf die Figur mit der Mehrwertsteuer die Mehrwertsteuer nochmal entrichten. Und wenn dann Zoll anfällt, dann musst du halt auch noch den Zoll dazu bezahlen. Scheiß drauf, dass vielleicht sogar Zoll nur deswegen fällig geworden ist, weil die Mehrwertsteuer einfach schon entrichtet ist.
Dementsprechend musste ich die Figuren halt ablehnen, habe den Verkäufer kontaktiert. Der Verkäufer dann so, okay, ich sehe, dass die Figuren auf dem Weg zurück nach Japan sind. Wenn die wieder da sind, kriegst du Geld wieder. Dachte ich mir, ist in Ordnung. Läuft im deutschen Versandhandel ja auch nicht anders. Kriegst dein Geld erst wieder, wenn die Ware zurückgekommen ist. Ich habe 20 Tage gewartet. Ich fand mich da sehr geduldig, weil immerhin war meine Sendung innerhalb von einer Woche hier. Und habe ihn dann kontaktiert, den Verkäufer. Und der Verkäufer so, nee, ich habe nichts bekommen. Ich soll mich doch bitte darum kümmern, nachzuweisen, wo die Lieferung ist. Konnte ich aber nicht, weil ich hatte ja keine Sendungsnummer. Denn die steht nur dem Verkäufer zur Verfügung, wenn er sich darüber informiert, wo seine Lieferung ist. Was der nicht getan hat. Ja, dann ist das halt ein bisschen eskaliert. Also musste ich eBay-Käuferschutz aktivieren. Und ich habe dann alles konform gemacht, habe denen alles gezeigt. So, ey, yo, warte mal, wie kann ich denn... Kann ich Gebiete generell wechseln oder ist das nicht so ein... Ich muss jetzt echt... Okay. Hab den dann auf jeden Fall kontaktiert und gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Easy going. Hab dann auch gesehen, er hat was angegeben. Cybermagier sieht halt einfach original aus wie ein Bunnyhäschen von Playboy, aber egal. Der Verkäufer hatte mir, wie gesagt, bestätigt, dass das auf dem Weg ist. Er hatte bei dem eröffneten Fall angegeben, dass ich meine Ware erhalten hätte. Das ist Betrug. Das ist Betrug. Ich habe dann halt bei eBay mit eBay telefoniert und die haben mir auch eindeutig recht gegeben, mussten sich aber an Fristen halten. Pipapo, man kennt's ja. Aber hatten mir zugesichert, dass ich mir keine Gedanken machen brauche. Ich werde in jedem Fall mein Geld wieder kriegen, weil es geht aus der Sendung so mal ganz klar aus hervor, dass halt ich definitiv nichts bekommen habe. Da kriege ich gestern Abend eine Entscheidung über meinen Fall. Zugunsten des Verkäufers. Und es ging um echt nicht gerade wenig Geld. Ich habe dann also heute mit eBay telefoniert und eBay, der Mann am Telefon, war mindestens genauso irritiert wie ich. Er hatte sich das dann so angeguckt und meinte dann so, ich habe keine Ahnung, ob das ein Systemfehler war oder ob irgendein Kollege nicht etwas lesen konnte. Aber ich schließe den Fall jetzt und sie kriegen ihr Geld wieder. Der Stadt zu erfassen. Aber da, im ersten Moment ist es halt echt so, dass du denkst, nicht mal dem Käuferschutz kannst du mehr vertrauen. Der zweite Fall, es waren nämlich zwei Figuren in einem Paket. Das Gehirn übertakten. Ja. Das klingt aber mehr als gewagt, finde ich. Okay. Habe ich jetzt alles angenommen? Ist irgendwas hier noch in der Stadt selbst? Nein, aber wir könnten zurückgehen und die Puppe reparieren. Das machen wir nächste Folge, Leute. Ich würde nämlich schon gerne der Sängerin in der Bar helfen. Aber das ist very wild. Ich meine, es ging um fast 100 Euro. Die zweite Figur ist bei 150 Euro. Ja, ihr habt es richtig gehört. Es ist damit ein Betrag von 250 Euro. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Und damit theoretisch zollpflichtig. Praktisch habe ich aber halt die sind in den 250 Euro die Mehrwertsteuer enthalten. Hab nur den Zoll nicht interessiert. Wobei, ich wäre auch gewillt gewesen, den Zollbeitrag zu bezahlen, aber nur nicht eben nochmal die Mehrwertsteuer darauf zu bezahlen. Das auf den Gesamtbetrag nochmal zu bezahlen, Mehrwertsteuer und Zoll zu bezahlen. Also das war... Das ist Wucher, Leute. Das ist Wucher. Das ist unser deutscher Staat. Einfach dreifach und einfach vierfach, doch fünffach oder sechsfach kassieren. Nur, dass der Verkäufer jetzt echt die Nummer hat, versucht abzuziehen, so, ach, ich habe die Ware nicht erhalten, kriegst dein Geld nicht wieder. Für, ich meine, ist doch geil, Ware erhalten und Geld behalten. Ist natürlich ein netter Move, ne? Aber gut. Jetzt habe ich euch die ewige lange Story erzählt und voll überzogen, aber sei es drum. Man muss ja auch über irgendwas quatschen in einem Let's Play, selbst wenn es euch nicht interessiert. Nächstes Mal reparieren wir das kleine Sängermädchen. Habt einen schönen Tag und haut rein.